Guten Morgen, ich war einige Zeit nicht da, ja, insgesamt ungefähr knapp eine Woche. Ihr habt das sicherlich gemerkt, dass ich bei den Kommentaren nicht kommentieren konnte. Und ja, das lag daran, dass ich eben unterwegs war. Ich habe dazu auch ein kleines Video gemacht. Eigentlich wollte ich euch das ankündigen in dem Video, beziehungsweise euch dann auch informieren. Aber ich hatte ja keine Möglichkeit, irgendwo was hochzuladen. Deswegen gibt es jetzt einfach mal so die Impressionen und danach eben noch ein paar Worte zu diesem La Libertad, wo ich heute gewesen bin. Heute nicht, sondern generell. Morgen, sondern eben ja, die Woche. Ja, okay, schau, ich bin noch nicht ganz bei Verstand. So, ich bin auf dem La Libertad, ein Festival, ja, was jedes Jahr stattfindet. So ein bisschen ans Rainbow angelehnt, aber so ein bisschen auch politisch. La Libertad, hört ihr schon, Freiheit und so weiter. Und ja, ich sitze hier gerade, wie ihr das hier seht, auf der Komposthalle, ja, und bin angekommen, habe ja, mich gleich in der Küche nützlich gemacht. Haben ein paar Dips gemacht, gibt Kartoffeln. Heute ist noch so, heute ist der Aufbau des Camps. Das heißt, ab morgen beginnt das Camp erst. Aber ja, jetzt muss einiges getan werden. Hanna, Chiara, Gina, Kati, mit denen ich da bin, und Jacqueline. Die fünf machen so ein bisschen die Schilder, haben auch schon an der Bar geholfen. Und ja, und so nimmt das dann hier alles seinen Lauf. Ist alles, wie gesagt, selbst organisiert. Und ja, ich werde es einfach mitnehmen. Die Tage, wenn das passiert. Die Tage, was passiert und ob was passiert, und einfach so den Spirit von diesem Festival mitzunehmen. Das findet jedes Jahr statt. Ihr könnt da auch gerne mit dran teilnehmen. Es ist kostenlos an sich. Es funktioniert auf Spendenbasis, auf Mithilfe der Menschen, und ja, und dann auch über Getränke finanziert sich das. Das heißt, Getränke werden hier zu sehr humanen Preisen angeboten. Und ja, genau. Und ja, jetzt werde ich mal in Ruhe zu Ende mein Geschäft verrichten und dann werde ich wieder zum Essen gehen und mir natürlich dann die Hände waschen. Ja, La Libertad. Was geht los? Ja, da sitzen die fleißigen Mädchen und Jungs und malen Schilder. Kathi hat ihr Saal gemalt. Die musst du auf jeden Fall immer fragen, wenn du Leute filmst, ob du die Ja. öffentlich stellen darfst. Ja, deswegen malte ich natürlich Kathi Film. Ja, und das war so ein kleiner Mitbewohner in meinem Zelt. Der war zwischen dem Außenzelt und dem Innenzelt. Und ja, einfach eine kleine Heuschrecke, die ganz schön, ja, immer Rabatz gemacht hat. Aber nicht weg wollte. Ich habe versucht, den immer so da unten dran zu schlagen, damit die dann vielleicht weg wollte. Aber die hat sich da ganz gut gefühlt. Mein Ausblick morgens. Und hier sind meine Freunde, die Ziegen. Na, ihr? So. Jetzt haben wir ihn endlich befreit. Ja, du bist auch so ein bisschen die Tierflüsterin, ne? Da putzt sich erstmal. Hübsch. Das ist ja, macht gleich ein Video raus. Mittlerweile sind hier ein paar dazugekommen auf diesen kleinen Zeltplatz hier. Im Wald kann man halt auch noch zelten. Die Ziegen sind auch weg, die haben ja alles weggefressen. Schön. Das Geile ist, wenn ihr auf dem Klo sitzt, da kommen die ganzen Neuankömmlinge, die kommen direkt. Ja, am Klo vorbei. Kannst du allen guten Tag sagen. Tatsächlich, sie kommen hier vorbei und hallo. Sehr, sehr geil. Ja, und im Klo funktioniert es wie folgt. Das sind die Sägespäne. Die kommen dann sozusagen in die Komposttoilette rein, nachdem ihr eure Kacke mit der Asche, ja, bedeckt habt. Dann kommen die Sägespäne rein. Und so, das ist jetzt der Ausblick hier abends vor dem Duschen. Einfach genial. Einfach genial. Also, nee, nicht zum Bewegen. Wenn man geht, halt einfach hin. Hier hinter uns sind jetzt Duschen. Da sind die Duschen. Mit warmem Wasser. Mit warmem Wasser. Wenn ich dran denke, verlinke ich Kadis Kanal. Für diesen Ausbruch. Hanna war auch produktiv und hat Feuerzeughalter mit ihrem Makramee gemacht.
So, ich werde hier gerade mit heilenden Händen geheilt, weil ich habe mir in den Fuß gehackt. Ja, lass mal die Verletzung zeigen. Mal kurz die heilenden Hände weg. Ja, was ist das La Libertad? Das ist, könnte man fast sagen, so ähnlich wie ein Rainbow, aber auch nur so ähnlich. Erstmal erfreulich, dass es dieses Jahr komplett vegan ist. Das war vor 2 Jahren, wo ich das letzte Mal gewesen bin, nicht so. Das heißt, auch hier entwickelt sich, da bleibt die Zeit nicht stehen, sondern es geht halt tatsächlich immer weiter. Und es war komplett vegan, auch irgendwelche Margarine oder Milch, war alles komplett vegan. Das ist mal sehr, sehr erfreulich. Beim La Libertad geht es eben darum, dass Menschen eine, sage ich mal, grundlegende Struktur aufbauen, um eine Zeit lang miteinander zu leben. Und hier ist es noch etwas luxuriöser als bei den Rainbow Festivals. Hier gibt es zum Beispiel Komposttoiletten. Das liegt einfach aus dem Grunde, oder der Grund ist das, weil wir, das ist immer an einem selben Ort, und zwar ist das Schloss Gersdorf, das ist in der Nähe von Roßwein in Sachsen. Und dort ist es so, dass hier so eine Gemeinschaft existiert, die quasi immer an diesem Ort leben. Und da kann man nicht so mit Chitpits arbeiten, weil man möchte so eine Kreislaufstruktur erschaffen. Und Komposttoiletten sind halt wunderbar dafür geeignet, weil ja der wertvolle Kompost dann sozusagen genutzt wird, um eben dann weiter diese Kreisläufe hier am Laufen zu halten. Und das ist also ein großer Unterschied. Und in der Küche verfügt man über elektrischen Strom. Das hast du beim Rainbow nicht. Die haben zwar hier auch einen strömungsfreien Tag gehabt. Das heißt, dass man wirklich ohne Strom arbeitet. Aber generell ist halt, ja, hast du hier Strom zur Verfügung. Die Besucher sind ähnlich wie beim Rainbow. Da gibt es ein paar Rainbow-Leute, die ja auch sind. Aber das würde ich sagen, so 10% vielleicht. 90% sind halt eher so, die halt sozusagen die Zwischenstufe zum Rainbow eben noch mitnehmen, um einfach mit Elektronik, also Elektrik, ja, noch leben zu können. Also die Elektrik ist nur in der Küche und du hast halt trotzdem Zelte und lebst halt in der Natur. Aber in der Küche, die Zubereitung Elektrik ist natürlich vereinfacht, das ganze, ja, das ganze Zubereiten halt enorm. Und deswegen, ja, sag mal, für viele Menschen, die jetzt, für die das Rainbow vielleicht noch ein Tick zu viel ist, ja, ist so ein Festival halt super geeignet. Es ist auch für Menschen, die halt generell immer so Probleme haben, Gleichgesinnte zu finden. Sucht euch solche Festivals, sucht euch solche selbstorganisierten Feste aus, um eben in Kontakt mit Menschen zu treten. Wir haben hier ein paar total schöne musikalische Sessions gehabt, das war so geil. Also ich habe ja nun Didgeridoo jetzt halt eine geraume Zeit am Spielen und ja, mit den Drums beschäftigt sich automatisch auch, wenn du also für Festivals immer gehst. Und ich habe eine kleine Gitarre mit und Mantras gemeinsam gesungen oder normale Lieder. Es war halt einfach, es sind richtig talentierte Musiker dabei. Ein Saxophonist, der seit über 30 Jahren Saxophon spielt, einwandfrei da. Das ist halt einfach Hut ab. Ne? Und das macht halt Spaß und du kommst halt in Kontakt. Und wenn du eben nicht musikalisch bist, dann singst du eben mit oder klatschst in die Hände halt. Gut, wenn du kein Rhythmusgefühl hast, gibt es auch 100.000 andere Sachen hier. Ich habe hier Massagen angeboten. Ich bin ja gerade dabei, sozusagen über mehrere Schritte die Tantra-Massage zu lernen bzw. zu perfektionieren und das auch mit einfließen zu lassen in die Massage, die ich schon länger immer gebe, die halt auch auf die Energie des Menschen so ein bisschen abzielt bzw. das gegenseitige Spüren. Und ja, entsprechend ist es halt für mich sehr, sehr schön, das auch praktisch anwenden zu können. Und ja, das kann ich hier. Und die Leute freuen sich natürlich dann auch, wenn es Massagen gibt. Und ja, und über den kann man in Kontakt kommen. Man kann in Kontakt ganz normal kommen über Gespräche, indem man sich einfach zu irgendjemandem hinsetzt, genau wie beim Rohkostpotluck, und mitredet. Man kann hier sehr gut in Kontakt kommen durch gemeinsame Arbeit. Hier muss vieles, es muss alles selbst organisiert werden, es muss selbst gebaut werden. Das Feuer muss am Laufen gehalten werden, die Küche muss am Laufen gehalten werden und so weiter. Also es gibt echt viel, gerade in der Küche. Ich habe nun die ersten 4 Tage hier, habe ich der Küche am Anfang geholfen und dann später auch dankbar gerne die Rolle angenommen, um das alles so ein bisschen anzuleiten. Und das, du kommst halt so super in Kontakt mit Menschen. Also das ist halt, und wenn du halt wirklich total
Problem hast, gehst einfach in die Küche und sagst, kann ich irgendwie helfen? Wenn man vielleicht irgendwie diese Worte rausbekommt und dann wirst du da irgendwie, ja, machst halt ein Spülbecken oder ein Schneiden und dann kommt halt Kontakt, dann fragt man und so weiter. Also es ist wirklich kein Problem, hier mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ja, das möchte ich einfach loswerden. Dann, hier war auch ein Blinder, ein komplett Blinder. Der wurde halt immer geholfen. Ne? Ich dachte, wie machst du das? Da geht seit 20 Jahren auf die Festivals und sagt, klar, es ist manchmal blöd, aber ja, irgendwie geht es immer weiter. Und wenn die Leute das sehen, dann nimmst du an der Hand, sagen, hier, es geht dort und dort lang und so weiter. Also auch ein ganz feiner Kerl und hat auch an den Workshops für teilgenommen. Das Nächste, du machst halt freiwillige Workshops. Also wenn du irgendwas kannst, ne, dann, oder eine Idee hast, was man tun kann, da war zum Beispiel gestern jemand, der hat einfach die Idee gehabt, so einen Workshop zu machen, in dem man die Leute angeleitet hat, dass sie sich einen Partner suchen und eine halbe Stunde, also sich am Anfang eine Frage stellen und dann darüber nachdenken. Durchaus auch laut darüber nachdenken. Und die andere Person, die macht alles, was ich, also der Fragende, auch macht. Da geht rum und ja, wenn der irgendwelche Sachen macht, einen Baum hochklettert, ich kletter auch einen Baum hoch, das hat natürlich keiner gemacht, aber was auch immer. Und er wird sozusagen eins mit der Person. Und am Ende stell ich als Fragender die Frage der anderen Person und die beantwortet mir dann. Also einfach die Idee gehabt, einen Workshop gemacht und ja, und so kommt man dann auch in Kontakt. Ja, oder nimmt am Workshop teil. Ich habe gestern am Theaterworkshop teilgenommen, war so eine Theaterpädagogin, da haben wir verschiedene Übungen gemacht und so Schauspieleinlagen und am Ende so ein Märchen aufgeführt in verschiedenen Gruppen, das war total schön. Und ja, heute ist ein Didgeridoo-Workshop und ja, werde ich auch daran teilnehmen, und, ja, weil ich bin erst seit 2-3 Monaten am Didgeridoo spielen und ich kann noch sehr, sehr viel lernen. Und ja, und da kommt man da ins Gespräch. Und es halt gibt Workshops und du kannst halt freiwillig anbieten. Und es gibt halt so wahnsinnig viele Kontaktmöglichkeiten. Das ist gerade so ein Wort an die, die halt echt ja, sagen, boah, ich würde ja gerne ein bewusster leben oder so, aber ich habe halt niemanden. Einfach hierher gehen, ja. Oder an beliebigen anderen selbstorganisierten Festivals, insbesondere von Gemeinschaften, die sehr naturnah leben. Ja. Also, alles in allem war es ein total schönes Festival. Jetzt ist allerdings Rohkost-Potluck und ja, ich war heute Abend schon Gäste zu Hause, die übernachten. Und von daher muss ich jetzt leider gehen, weil ja, es hat Montag angefangen, das Festival. Ich war allerdings schon Sonntag da, ja, einfach weil ich weiß, dass vorher auch schon was getan werden muss. Und ja, und dann haben wir ja, quasi jetzt die Struktur aufgebaut für so ein bisschen so für Freitag und Sonntag, bis Sonntag, weil dort einfach so das Größte passiert, dann da kommen die meisten Menschen und dann sind die Strukturen fertig für die 3 Tage. Aber ich kann euch da auch nur empfehlen, kommt ruhig eher, geht zu so einem Seedcamp, nennt sich das, auch beim Rainbow gibt es das, wo die Strukturen aufgebaut werden. Du lernst die Leute viel, viel besser kennen, es ist halt viel, viel familiärer, bevor dann wirklich der große Sturm reinbricht. Jetzt schon über die Woche hinweg hast du gemerkt, viele neue Anreisende und ja, teilweise auch Menschen, die jetzt einfach mal nur aus Interesse hier vorbeigehen und ja, und sagen wir, vielleicht jetzt nicht so, sagen wir, vielleicht so gut herpassen. Ja? Also das sind dann junge Leute, die, oder sicherlich auch ältere, aber junge Leute, die einfach mal hierher fahren und sich das angucken und ja, keine Ahnung haben von Holy Fire oder irgendwas. Aber ist ja super trotzdem. Also, aber es ist, die Stimmung verändert sich dadurch natürlich ein bisschen. Und am Freitag bis Sonntag, wenn ja richtig Halligalli sein wird, da wird das sicherlich ja, so eher so Festivalcharakter haben. Wobei, es gibt ja keine verstärkte Musik, sondern halt nur akustische Musik, was ich auch sehr, sehr positiv finde. Ja, also das soll es gewesen sein. Das war eine wunderschöne Woche. Ich war total glücklich, dass sich das so spontan ergeben hat, weil, ja, ihr wisst ja, nach der Wanderung war es für mich tatsächlich so, dass am Anfang mir so ein bisschen dicker auf den Kopf gefallen ist und ich dann aber schon wieder in die Spur gekommen bin, aber trotzdem sehr dankbar bin, ja einfach wieder eine Woche in der Natur gelebt zu haben und ja, das wird sich auch immer wieder wiederholen. Ich hatte leider hier wirklich null Möglichkeiten, irgendwie Internet, wir haben ja Großteil kein Netz gehabt und manchmal sind E-Netz, wo du halt echt eine halbe Stunde oder sowas ist, dass du da mal eine Nachricht schreiben kannst, übers Internet oder WhatsApp, ja, war es aber
kann ich sagen, dass es in irgendeiner Weise schlecht getan hat. nur damit du Bescheid weißt und wisst. Und es kommt jetzt bald das Italien-Gathering. In ein paar Tagen geht's los. Und das ist wieder 2,5 Wochen. Und ich vermute, da es in Italien in den Bergen ist, dass da auch kein Netz habe. Ja, und da wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang auch kein Video kommen. Vermute ich einfach mal. Oder ich takte die Videos, die ich noch habe, so ein, dass halt alle 2 Tage ein Video kommt. Keine Ahnung, vielleicht produziere ich noch ein paar vor. Ich muss es sehen, wie es sich gut anfühlt. Das ist ja der Maßstab für mich. Ne? Und ja. Ich habe auch ein paar Videos noch auf Lager. Was eigentlich, die sind schon teilweise Monate alt, wo ich nicht mehr so dahinter stehe. Auch in der Art und Weise, das zu kommunizieren. Ne? Ich habe mich auch verändert von meiner Persönlichkeit so ein bisschen, gerade nach der Wanderung. Ja, weiß ich nicht, ob ich die bringe. Könnt ihr mal was dazu schreiben, ob ihr auch die älteren Videos vielleicht noch, ja, noch mal sehen wollt, beziehungsweise da. Was auch immer, auf jeden Fall. Ja. Also, die paar Eindrücke. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch wenn ich halt echt nicht viel gefilmt habe, weil hier ist auch nicht so ähnlich wie beim Rainbow, dass man da hier irgendwie die Kamera drauf hält und filmt. Ich habe es am Anfang im Seedcamp gemacht, was ein bisschen vertrauter war, aber dann irgendwann, ja, habe ich nicht mehr wirklich dran gedacht. Das Handy auch auf dem Zelt gelassen und. Also kleine Inspiration am Morgen und wir sehen uns eventuell morgen wieder. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Mal schauen. Ich fahre jetzt zurück nach Leipzig zum Rohkost-Potluck und dort gibt es garantiert ein Video. Garantiert würde ich gar nicht sagen. Das ist wieder so ein Automatismus. Es gibt garantiert ein Video, weil es immer ein Video gegeben hat. Und das hat es nicht. Beim letzten Rohkost-Potluck habe ich tatsächlich kein Video gemacht. Nein, es wird eventuell ein Video geben, wenn ich Lust dazu habe. Wenn es mir gefällt, ein Video zu machen. Na dann, macht's gut.